Sehr geiles Video. Muss schon sagen, der erste Döner sah saftig aus. Bin gespannt auf die nächsten Videos. Gleich beim ersten Video eine 10 rausgeschallert für einen Hackfleisch-Industriedöner. Und natürlich braucht YouTube unbedingt weitere Döner-Tester in Berlin. Unbedingt. Gibt ja noch nicht genug Tests in Berlin. Nee, das Ding ist eine Totgeburt. Ich würde in Berlin in den Wöhner gehen. Da gibt es richtig guten veganen Döner. Wäre ja vielleicht auch mal was für ein Vergleichsvideo. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen hier an einem sonnigen Tag in Berlin, Friedrichshain. Wir sind ja hier in der Dönerhochburg und auch in den letzten Jahren kann man sagen, hat sich das auf jeden Fall dahin entwickelt, dass es eine Vegan-Hochburg wird. Und wie soll es anders sein, dass man die beiden Sachen am besten miteinander verknüpft? Und deswegen probieren wir heute mal veganen Döner aus. Der ist hier gleich um die Ecke und mal gucken, wie das Ganze so schmeckt und wie stark der Unterschied letztendlich zu einem normalen Döner ist. Schmeckt man es wirklich raus? Wenn ja, wie? Und so weiter. Wie sieht der aus? Was ist da wirklich drin? Das sind alles Fragen, die es zu klären gibt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt hin. So, wir haben uns hier einen richtig schönen, idyllischen Ort gesucht, wie es sich gehört, in Berlin-Friedrichshain natürlich, bei einer Tischtennisplatte. Es ist richtig urig hier schon gefühlt. Ich bin wieder mit Felix unterwegs. Hallo. Wir haben uns jetzt hier zwei Döner geholt. Ich habe einmal einen mit Tahin-Knoblauchsoße und du hast, was, Kräuter praktisch? Ja, genau, Kräutersoße. Kräutersoße, klassisch. Ganz klassisch. Ja, jetzt gucken wir einfach mal, wie die schmecken, würde ich sagen. Okay. Schön hier in nachhaltigem Papier eingewickelt wahrscheinlich. Insgesamt sieht es optisch zumindest schon mal nach einem ganz normalen Döner aus. Hier, so sieht er einmal aus. Ja, eigentlich wie ein ganz normaler Döner. Das Fleisch hier drin ist schon optisch anders, logischerweise. Ist ja auch kein normaler Döner. Deswegen, man kann es auch, wahrscheinlich kann ich schon von vornherein sagen, nicht mit einem normalen Döner vergleichen. Das wird schon insgesamt anders schmecken, aber es soll ja auch gar nicht eins zu eins das gleiche imitieren im Prinzip. Ne? So, das ist einmal vorweg. Ja, dann würde ich sagen, zum Wohl. Auf jeden Fall schön krosses Brot, auch schön weich innen. Es ist relativ viel Salat mit drauf. Der Fleischersatz ist Seitan und richtig schön weich. Man kann das so ein bisschen erklären wie, ich nenne es jetzt mal unvegan, Hackbraten, würde ich jetzt sagen. So ein bisschen, oder was würdest du sagen? So von der Konsistenz. So fein abpuriert. Ja, genau so. Wie feinen Hackbraten. Intensiv salzig. Hat außen auch so eine kleine Kruste, was dann wirklich so auch wie beim Fleisch ganz normal sein soll. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Kräuter da drin sind, aber es schmeckt auch kräutrig. Also insgesamt schon echt geil. Die Soße könnte ein bisschen knoblauchiger sein, aber nichtsdestotrotz schmeckt schön frisch. Es ist intensiv würzig, das heißt, man hat auf jeden Fall auch einen richtig, ja, fleischigen, ähnlichen, angelehnten Geschmack. Also, ich würde auf jeden Fall auch den mal essen. Muss nicht unbedingt ein ganz normaler Döner sein. Von daher, wirklich gut. Also, kann man machen. Was sagst du? Dem kann ich nur zustimmen. Etwas wenig von dem Fleischersatz. Ja. Also schmeckt sehr halt viel nach Salat. Aber das, was an Fleischersatz drin ist, schmeckt auch sehr lecker. Ja, das stimmt. So, hier sieht man gerade, dass doch noch ein bisschen mehr von dem Fleischersatz ganz geil wäre. Und der Anteil an Salat doch schon für das gesamte Mundgefühl im Prinzip ein bisschen zu viel ist. 5,80 Euro kann mithalten mit den Preisen mittlerweile hier in Berlin. Döner sind ja auch teilweise schon bei 7, 8 Euro, habe ich schon gesehen. Deswegen voll in Ordnung. Und ja, deswegen essen wir den erstmal auf. So, aufgegessen, satt und glücklich wieder. Es war auf jeden Fall gut. Die Soße hätte noch ein bisschen intensiver sein können. Und der andere Punkt ist, es war ein Tick zu viel Salat für
zu wenig von dem Seitan praktisch. Also das war, wenn da das Verhältnis noch gestimmt hätte, wäre es wirklich ein richtig, richtig guter Döner gewesen. Aber nichtsdestotrotz, Wöhner, wohlgemerkt, war es trotzdem ein wirklich guter Wöhner. An der Stelle auch kurz, ja natürlich, wie ihr wisst, ich bin nicht vegan. Wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, ich esse auch gerne Fleisch. Muss aber auch dazu sagen, ich esse auch gerne vegane Alternativen, weil ich der Meinung bin, irgendwie erweitert das meinen Geschmackshorizont, wenn man das so sagen kann, weil ich muss ja auf nichts verzichten und ich finde es schon auch mal spannend, andere Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel den Wöhner. Deswegen kann ich euch auch nur ans Herz legen, probiert einfach mal auch andere Sachen aus, weil im Endeffekt, warum nicht? Also man hat nichts zu verlieren, man kann eigentlich nur dazu gewinnen und das ist dann im Fall von zum Beispiel dem Wöhner oder anderen veganen Alternativen auf jeden Fall der Fall. Deswegen, ja, sagt ihr gerne mal in den Kommentaren, ob ihr den schon mal probiert habt, ob ihr gerne vegane Alternativen esst, wie ihr dazu steht und so weiter und so fort. Ich finde es, wie gesagt, auf jeden Fall mal eine gute Sache für zwischendurch. Und von daher, ja, war das auch ein sehr schönes Erlebnis. Die Adresse ist wie immer in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Immer schön liken, abonnieren, kommentieren, das volle Programm. Ihr wisst Bescheid. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.